Ja, Shalom und Gottes reichen Segen an alle. Ja, heutiger Vortrag geht sich um, ja, die Hölle. Ja, es gibt kaum einen Menschen, der noch nicht davon gehört hat. Gemeint ist die Hölle. Was aber ist die Hölle? Etwa ein Ort irgendwo im Inneren der Erde, wo Menschen für alle Ewigkeit gequält und gefoltert werden? Ist es das Fegefeuer oder gar nur ein erdachtes Machtmittel der Kirche, um Menschen durch Angst in die Nachfolge zu führen? Die Bibel erwähnt eine Hölle. Auch Jesus tat es. Von daher ist es wichtig zu wissen, was die Bibel mit der Hölle gemeint ist. In 2. Petrus 2, Vers 9: Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Nach Aussage der Bibel gibt es zwei Gruppen von Menschen, die Frommen und die Ungerechten. Die Ungerechten sollen dabei eines Tages bestraft werden. Ja, ganz klar, eigentlich, ne? Und zwar am Tag des Gerichts. Ein Hinweis: Diese auf den ersten Blick angstmachende Aussage zeigt nur zu deutlich, in welchem Konflikt wir stecken. Denn die Bibel lehrt, dass alle Menschen Sünder sind. Vergleicht mal Römer 3, Vers 10 bis 12 und nach Römer 6, Vers 23 ist der Tod die logische Konsequenz der Sünde. Aus diesem Grund müssten eigentlich alle Menschen die Strafe für ihre Sünden bekommen. Viele Menschen werden dies aber nicht erleben. Warum nicht? Ja, ganz einfach. Sie haben das Geschenk der Erlösung angenommen. Sie vertrauten darauf, dass Jesus am Kreuz bereits ihre Strafe getragen hat. Und aus Dankbarkeit für ihre Erlösung hatten sie ihr Leben geändert, um den Willen Gottes zu tun. Sie wurden fromm. Die Ungerechten werden also im Gericht bestraft. Ne? Die Ungerechten werden also im Gericht bestraft. Den Zeitpunkt dieses Gerichts erfahren wir in den nachfolgenden Bibelstellen. Und zwar Johannes 12, Vers 48: Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Und in Matthäus 13, Vers 40 bis 42, ihr könnt das immer gerne wieder nachschlagen und selbst prüfen, steht: Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Der jüngste Tag, das Gericht Gottes an den Ungerechten, findet erst am Ende der Welt statt. Erst dann werden die Ungerechten bestraft. Von daher können wir schon jetzt eine ganz wichtige Frage beantworten, ungeachtet dessen, ob es eine Hölle gibt oder nicht. Wie viele Verlorene sind jetzt schon in der Hölle und werden bestraft? Frage ich euch jetzt. Überlegt mal.
Da sie erst am Ende der Welt bestraft werden, kann noch kein einziger Mensch in die Hölle sein. Ja, viele sagen nämlich immer, ja, der ist schon in die Hölle und dies und jenes. Nee, das stimmt so erst. Nee, das stimmt so gar nicht. Wenn die Verlorenen aber nicht in der Hölle sind, dann stellt sich natürlich sofort die nächste Frage. Ne? Wo sind die Verstorbenen dann? Ist auch ganz einfach zu verstehen. In Johannes Vers 5, 28 und 29. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, also die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Also, Jesus selbst sagt uns, dass alle Menschen so lange in den Gräbern ruhen, bis er sie an der Auferstehung aus den Gräbern rufen wird. Hinweis: Diese Stelle besagt nicht, dass sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten zur selben Zeit auferstehen werden. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 werden die Gerechten bei der Wiederkunft Jesu aus den Gräbern gerufen. Die Ungerechten werden nach Offenbarung 20, Vers 5 erst nach den 1000 Jahren von Jesus zum Gericht aus den Gräbern gerufen. Diese Stelle macht aber deutlich, dass derzeit alle Menschen, ist egal, böse, ne, sämtliche Mörder und was etc. und ja, alle Verstorbene in den Gräbern ruhen. In Römer 6, Vers 23: Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. In Offenbarung 21, Vers 8: Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in den Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also, die Nachfolger Jesu werden ewiges Leben erhalten, während die Ungläubigen dies nicht erhalten werden. Leider. Naja, na gut. Dabei müssen wir aber unbedingt zwischen dem ersten und dem zweiten Tod unterscheiden. Den ersten Tod werden alle Menschen erleben. Den zweiten Tod der durch den feurigen Pfuhl herbeiführt wird, werden aber nur die Ungerechten erleben. Daraus folgt, dass der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Tod daran besteht, dass es vom zweiten Tod keine Auferstehung mehr geben wird und dass der zweite Tod damit die Strafe Gottes darstellt. Nun besteht ja die Lehrmeinung, dass die Seele des Menschen
nicht sterben kann. Wenn die Seele aber nicht sterben kann, so kann sie auch im Feuersee nicht den zweiten Tod erleiden. Was aber sagt die Bibel dazu? In Hiob 36, Vers 13 und 14: Die Ruchlosen verhärten sich im Zorn. Sie flehen nicht, auch wenn er sie gefangen legt. So wird ihre Seele in der Jugend sterben und ihr Leben unter den Hurern im Tempel. In Prediger 9, Vers 5, 6 und 10: Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt's weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Diese wenigen Stellen machen deutlich, dass es aus Sicht der Bibel keine unsterbliche Seele gibt. Die Seele ist eine Umschreibung für das Gesamtwesen eines Menschen. Eine Kombination aus Erde und dem Lebensatem Gottes, vergleicht 1. Mose 2, Vers 7. Beim Tod eines Menschen geht der Geist Gottes, also Lebensatem, zu Gott zurück und der Mensch wird wieder zur Erde. Die Seele daher, der lebende Mensch, hört damit auf zu existieren. Darum werden die Ungerechten auch im Feuersee den zweiten Tod erleiden. Gott hat keine Gefallen daran, Menschen ewig zu quälen. Überhaupt hat Gott nach Hesekiel 33, Vers 11, keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Aber um die Sünde ein für alle Mal aus dem Weltall zu verbannen, hat Gott keine andere Möglichkeit, als den unbußfertigen Sünder, der die rettende Gnade Gottes ablehnt, auszulöschen. In Offenbarung 21, Vers 1 und 2: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. In Offenbarung 20, Vers 9: Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Die Bibel lehrt, dass im Anschluss an die 1000 Jahre die heilige Stadt von Himmel auf die Erde kommen wird. Des Weiteren haben wir ja schon weiter gehört, dass die Ungerechten erst am Ende der 1000 Jahre auferstehen will.
vergleicht Offenbarung 20, Vers 5. Wenn nun die Ungerechten versuchen werden, unter der Führung Satans die heilige Stadt Gottes anzugreifen, wird Feuer vom Himmel fallen und die Ungerechten vernichten. Dieses Feuer ist der feurige Pfuhl, der zweite Tod. Hinweis: Für einen späteren Zeitpunkt ist es hier wichtig zu erwähnen, dass das Feuer auf der Erde sein wird. Auch Sprüche 11, Vers 31 macht deutlich, dass der Ungerechte und Sünder auf der Erde bestraft wird. In Malachi 3, Vers 19, ich hoffe, ich kann das aussprechen, Malachi oder Malachi. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zeabot. Zebaot. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Dieser Text macht deutlich, dass die Ungerechten wie Stroh brennen werden, bis sie vom Feuer verzehrt sind. Wir können dabei von einer vollständigen Auslöschung ausgehen. In Malachi 3, Vers 12: Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaot. Auch Psalm 37, Vers 10 und 20 bringt zum Ausdruck, dass die Ungerechten eines Tages nicht mehr gefunden werden. Sie werden im Rauch des höllischen Feuers aufgehen. In Offenbarung 22, Vers 12: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Die nächste Frage, die uns beschäftigen soll, ist die, wie lange die Ungerechten leiden werden. Die Aussage der Bibel ist klar, dass ein jeder Mensch den Lohn für das bekommt, was er hier auf Erden getan hat. Nach Römer 3, Vers 10 sind zwar alle Menschen Sünder, und keiner verdient es, ewiges Leben zu bekommen. Aber durch die Tat Jesus am Kreuz haben Menschen die Möglichkeit, von ihren gottlosen Wege umzukehren und sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Dadurch, dass Jesus selbst die Strafe der Sünder auf sich genommen hat, haben die Nachfolger Jesu die Gewissheit, ewiges Leben von Gott zu erhalten. Sie sind zwar Sünder wie die Ungerechten, aber sie haben einen Stellvertreter, Jesus Christus, der gerecht ist. Die Ungerechten, die keinen Stellvertreter haben, müssen die Strafe für ihre Sünden dabei selbst tragen. Sie haben das Gnadenangebot Gottes abgelehnt und stehen nun vor Gott ohne einen Fürsprecher. Aus den vorher genannten Bibelstellen kann man ableiten, dass nicht alle Menschen gleich leiden werden. Ein jeder wird das erhalten, wie seine Werke waren. Sie werden zwar alle unter dem Feuer zu leiden haben, aber das Ausmaß dieser Strafe wird bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Dabei können wir sicher sein,
dass Gott das Gericht des Feuers schnell vollziehen wird. Die Tragik der Sünde ist ja nicht, im Höllenfeuer umzukommen, sondern für alle Ewigkeit für das Reich Gottes verloren zu sein. Ein Hinweis: Satan und seine Engel werden übrigens das gleiche Schicksal teilen. Nach Offenbarung 20, Vers 10 werden auch sie in den feurigen Pfuhl geworfen. Wird nun nur die Seele eines Menschen in der Hölle brennen? Dazu Matthäus 5, Vers 30. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Und in Matthäus 10, Vers 28: Und fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Die Ungerechten kommen lebendig als wirkliche Geschöpfe in die Hölle. Dabei wird alles, was diesen Menschen ausmacht, sein Wesen, seine Gedanken, einfach alles durch das Feuer verbrannt. Der Sünder hört damit auf zu existieren. Folgende Stelle belegt diesen Sachverhalt. In Offenbarung 14, Vers 9 bis 11. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel von den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Bei dieser Stelle könnte man leicht meinen, dass die Ungerechten für alle Ewigkeit in der Hölle leiden werden. Entscheidend aber ist, dass nicht das Feuer für alle Ewigkeit aufsteigen wird, sondern der Rauch. Die Bibel will damit zum Ausdruck bringen, dass die Auswirkungen der Sünde, nämlich der zweite Tod im höllischen Feuer, für alle Ewigkeit wirksam sein wird. Sie werden für das Reich Gottes für immer verloren sein. Warum aber kann Gott nichts anders, als diese Menschen zu vernichten? In Matthäus 25, Vers 41: Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. In Offenbarung 21, Vers 1 bis 4: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde,
Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das große Problem, das Gott hat, ist die Sünde. Ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Gott hat kein Problem. Gott hat alles wunderbar und vollkommen erschaffen. Doch eines Tages hielt die Sünde im Herzen Satans Einzug in den Himmel. Durch die Verführung Adams und Eva, durch Satan befiel der Virus Sünde auch die Erde. Gott musste nun einen Weg finden, wie er seine Geschöpfe, die er vollkommen im Paradies erschaffen hatte und die er über alles liebt, oder alle über alles liebte, retten konnte. Die Strafe für die Sünde war klar. Römer 6, Vers 23 und folgender Text machen dies deutlich. Und zwar 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst oder isst es, mein Gott, musst du des Todes sterben. Die Menschen verfielen in Sünde und der Tod war die logische Konsequenz ihrer Verfehlung. Gott musste zwar gerecht sein und darum konnte er das Vergehen der Menschen nicht einfach ungestraft lassen, aber er liebte auch seine Geschöpfe über alles und wollte sie nicht sterben lassen. Die Lösung dieses Problems lag nun darin, dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch wurde und die Strafe der Menschheit am Kreuz auf Golgatha auf sich nahm. Dadurch war die Möglichkeit des ewigen Lebens für die Menschen geschaffen, wenn sie an den stellvertretenden Tod Jesu glaubten und bereit waren, sich dem Willen Gottes unterzuordnen und vom gottlosen Weg abzulassen. Da Gott eines Tages unsere Erde neu machen wird, liebe Geschwister, auf der es dann keinen Tod, kein Schmerz und kein Leid mehr geben wird, muss Gott garantieren, dass die Sünde auf der neuen Erde nicht mehr existieren wird. Dies kann er aber nur tun, wenn er vorher die Sünde vernichtet hat. Darum wird jeder unbußfertige Mensch durch den Feuersee vernichtet, weil er von der Sünde nicht ablassen wollte und sich dadurch vom Reich Gottes trotz Gnadenangebot ausgeschlossen hat. Ja, letzter Hinweis: Da das höllische Feuer auf der Erde sein wird, die Bibel aber definitiv belegt, dass es auf der neuen Erde kein Leid und kein Schmerz mehr geben wird,
wird das Feuer erloschen und alle Ungerechten vernichtet sein, ehe Gott die neue, ja, Erde machen wird. Ja, meine lieben Geschwister, das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch allen gottesreichen Segen und ich sag bis bald. Shalom.